Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Wir sind wieder hier unten im Palast von unserem Hades. Und hinter mir, da könnt ihr eine weitere Palette an Blöcken sehen. Und zwar werden wir die Blöcke hier verwenden für den Boden hier unten. Und der wird nicht da unten sein, sondern im Prinzip auf Höhe von unserem Palast. Vielleicht mit ein wenig Hügeln und Vertiefungen. Und das Ganze wird so etwas eine rot-schwarze Palette sein, mit etwas Braun drin. Und dann als Lichtquelle haben wir hier die Magma-Blöcke, Glow-Lichen, und ich denke, da vorne, da werden wir einen Lava-Fluss haben. Und so wie ich mir das vorgestellt habe, wird hier vorne das meiste Detail drin sein und hintenrum, da wo wir den Boden sowieso nicht sehen, da können wir etwas weniger Details mit reinpacken. Was wir auch berücksichtigen müssen, ist, dass es da punktuell auch ein paar Slime Chunks gibt. Das heißt, hier dort werden wir dann wieder mit Buttons arbeiten. Und da haben wir wiederum die schwarze Variante und die rote Variante vom Mangrove Holz. Gut, ich denke, ich fange einfach mal hier hinten an, das fertig zu machen. Und dann kommen wir zum interessanten Teil hier vorne durch. Und ich habe mir vorgestellt, vielleicht haben wir da auch eine Lavasäule, einen Lavafluss, der von da oben runterkommt. Da, wo wir auch unseren Eingang mit dem Fliegen haben, und der könnte dann den Lavafluss hier unten speisen. Und da drüben müssen wir einen neuen Zugang machen und den mit dem Korridor verbinden, der hier hinten irgendwo durchgeht. Aber ich mache mich erstmal dran, den Boden hier hinten herum zu legen. Ich nehme euch mit hier ein bisschen auf den Gedankenprozess, wie ich das mache. Und der erste Schritt ist, so die Struktur, der Fluss des Geländes, irgendeine Idee zu bekommen. Das habe ich mit Netherrack gemacht, denn Netherrack wird wahrscheinlich das vorherrschende Material für den Boden sein. Und dann quasi Schritt für Schritt einmal rundherum gehen und verschiedene Blöcke ersetzen. Und ich habe hier typischerweise mit den größten Patches angefangen, sprich hier Blackstone, und dann kam Basalt dazu, dann die geschmolzene Variante von Basalt, und dann Soul Sand, Soil, und dann haben wir dann hier verschiedene Rotvarianten, die hier überall mit rein getupft sind. Und dann Lichtquellen. Da haben wir die Magma-Blöcke. Die geben nicht allzu viel Licht ab. Drum haben wir hier und da vielleicht auch ein bisschen Feuer. Und da in den Ecken da auch ein bisschen die Glow-Lichen, um da etwas nachzuhelfen. Und ab hier, beziehungsweise schon ab hier drüben, dann auch wieder etwas Details mit den zwei verschiedenen Knöpfen, die wir haben.
aber auch mit Half-Slabs und Treppen. Und das zieht sich durch bis hier ganz nach hinten. Und eigentlich habe ich gedacht, wir haben alle Slime-Chunks abgeriegelt, aber anscheinend nicht. Und hier können wir sehen, da hört es dann plötzlich auf, denn hier, das ist der Vorderteil, wo zumindest die Struktur, die wird etwas anders sein, denn ich stelle mir vor, dass wir hier so quer durch einen Lavafluss haben und der ist wahrscheinlich ein, zwei Blöcke tiefer als der Palast selbst und die Wände hier außenrum. Aber ich denke, da muss ich da vorne noch die letzten Touches, die letzten Feinheiten anbringen. Wenn ihr gesehen habt, habe ich erst Schritt für Schritt weiter hinten alles zusammengebracht und dann quasi dasselbe hier noch vorne mit etwas mehr Details. Hier von unserem künftigen Eingang in die Unterwelt sieht das Ganze recht gut aus. Auch wenn wir da nach hinten schauen, da wird es dann rasch etwas öde. Ich glaube, diese Seite ist etwas besser. Und wie ihr sehen könnt, haben wir da von oben auch einen Lavafluss, der hier reinmündet und hier in der Mitte etwas vertieft ist, so dass wir hier auch eine schöne Struktur reinbekommen und es nicht allzu einfach ist, hier rüber zu gehen. Wir haben auch hier vorne, im Gegensatz zu auf der Seite und hintenrum, etwas mehr Details mit Widderrosen und verschiedenen Korallenbüschen. Und auch ein bisschen Skalk hier am Boden, damit nicht alles gar so rot aussieht. Was uns jetzt noch fehlt, ist da der Zugang hier nach unten von hier zu unserem ursprünglichen Tunnel, der da hinten irgendwo ist. Und ich denke, was wir hier machen müssen, ist ein bisschen rein und dann recht stark uns nach rechts halten. Und natürlich brauchen wir hier auf der Seite etwas mehr Raum, denn wir müssen das Ganze ja auch noch dekorieren. Und hier, da müssen wir uns dann überlegen, wie wir den Übergang machen, denn der letzte Teil des Tunnels ist ja alles Blackstone. Der Tunnel ist nun auch fertig und auch ausreichend ausgeleuchtet, so dass wir hier drin keine Mob-Spawns haben. Den alten Tunnel, den habe ich zugeklemmt. Und hier habe ich einfach mit Blackstone bis hier vorne hin ergänzt und so den Übergang machen können. Und damit sind wir am Ende von diesem Projekt. Ich bin ganz zufrieden, wie das hier rausgekommen ist. Und ich denke damit im Wesentlichen auch am Ende von dieser Serie. Und wenn ich nochmals eine Serie auf Deutsch mache, dann wahrscheinlich in einem etwas anderen Format. Vielleicht mache ich noch eine Welttour, dass wir alle sehen können, was haben wir alles erreicht hier in dieser Welt. Aber von mir
für heute war's das. Und ich hoffe, ihr schaut auch in Zukunft wieder zu bei Minecraft oder was auch immer. Also bis dann und tschüss!